Herr Krämer, wie kann man Schüler für Umweltthemen begeistern? Ja, ich glaube, dass Schüler am besten auch durch Erlebnisse für Umweltthemen zu begeistern sind. Wenn man in der Natur steht und sieht dort etwas oder hat ein Erlebnis, das im Alltag in der Schule so nicht vorkommt, ist das immer ein sehr eindrückliches Erlebnis, das auf die Dauer bleibt. Wenn ich mich erinnere, wir hatten in unserer Schulzeit auch Wanderungen, Spaziergänge in den Wald gemacht. Das sind die Dinge, an die ich mich am meisten auch aus der Grundschulzeit erinnere. Ich glaube, das direkte Erlebnis, das Erfahren mit allen Sinnen, das man draußen erleben kann, das begeistert die Schüler und fasziniert sie auch von der Umwelt. Also sind außerschulische Lernorte wichtiger Bestandteil des Unterrichts? Die sind etwas ganz Wichtiges, weil sie halt ein besonderes Erfahrungserlebnis sind, eine besondere Erfahrung für Schüler aus dem Schulalltag heraus. Man kann alle Sinne einschalten und das ist etwas, was bekanntlich am stärksten hängen bleibt. Brauchen wir ein Schulfach, Umweltschutz oder Nachhaltigkeit? Wir brauchen zumindest dass Umweltschutz und Nachhaltigkeit Themen im Unterricht sind, und zwar Themen im Unterricht, die alle Fächer und alle Gebiete durchdringen. Ob das jetzt ein eigenes Schulfach sein soll, das überlasse ich mal den Bildungsministerien. Ich glaube, es gibt sehr viele Anforderungen an die Schule und es ist sehr schwer möglich, da immer auch ein Schulfach draus zu machen. Aber ich denke, vielleicht ist es sogar dann, wenn es ein eigenes Schulfach ist, nicht so gewürdigt, wie wenn es in allen Fächern als Querschnittsthema den Unterricht durchdringt. Wenn wir Nachhaltigkeit und Umwelt nur auf ein Fach gebannt haben, dann kommt es vielleicht nicht so stark rüber, wie wenn wir Nachhaltigkeit und Umwelt im Bereich Erdkunde, im Bereich Biologie, im Bereich Ethik diese Fächer durchdringen, dann wirkt es vielleicht sogar noch stärker. Das saarländische Schulobstprogramm versorgt viele Schulen schon seit 2011 mit frischem Obst. Aus welchem Grund ist das Programm beim Umwelt- und nicht beim Bildungsministerium angesiedelt? Wir sind ein Umweltministerium, das auch die Zuständigkeit für Landwirtschaft und auch für Verbraucherschutz hat. Und wenn wir bei Landwirtschaft sind, dann sind wir ganz nah bei natürlicher Ernährung. Wir sind überhaupt bei Ernährungsbildung dort sehr nah. Natürliche Produktion, gesunde Ernährung, das gehört auch im Bereich Verbraucherschutz dazu. Das gehört auch mit zum Thema schonende Produktion von Lebensmitteln. Und ich denke, da ist Ernährungsbildung sehr nah dran. Und ich kann mir kein anderes Ministerium vorstellen, das so nahe gerade an gesunder Ernährung auch bei Kindern und Jugendlichen ist. Und gerade das Schulobstprogramm ist ja etwas, was gerade schon im Kindergarten Verhaltensmuster erzeugt, die dann bei Erwachsenen bestehen bleiben. Später lernt man keine neuen Verhaltensmuster mehr und deshalb ist gerade die Aufgabe, denke ich, eines Ministeriums, das Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion betreibt, schon in die frühe Kindheit hinein auch den Verzehr regionaler Lebensmittel, und das ist heimisches Obst, dort einzubringen. Gibt es eine Kooperation zwischen Ihrem Ministerium und dem Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlands? Ja, es gibt eine sehr enge Kooperation, die sich gerade auch im Bereich der Ernährungsbildung abspielt, aber auch in Umweltbereichen. Es gibt dort die Sache mit dem Schulobstprogramm. Es gibt im Saarland sind in Kooperation beider Ministerien die Grundsätze der Deutschen Gesellschaft für Ernährung der Schulverpflegung vorgeschrieben, aber auch im Schullandheimbereich ist da eine sehr enge Kooperation. Wir arbeiten gemeinsam zusammen in den verschiedenen saarländischen Schullandheimen und setzen da verschiedene Programme auf, zusammen auch mit dem Landesamt für Pädagogik und Medien, das zum Bildungsministerium gehört. Und ich denke, da ist eine sehr enge Kooperation. Was würden Sie jungen Menschen in Sachen Umweltbildung mit auf den Weg geben wollen? Vielleicht steht da bei mir jetzt aus der Sicht, bei dieser Frage, das Geben mehr im Mittelpunkt. Es ist ja so, es gibt ja den Satz, du brauchst deine Kinder nicht zu erziehen, sie machen dir ohnehin alles nach. Da kommt es natürlich darauf an, was man selbst weitergibt, aber auch was in der Schule weitergegeben wird. Die Eltern sind nicht die einzigen Vorbilder, es sind nicht die einzigen, denen die Kinder etwas nachmachen, sondern Lehrer oder beispielsweise ein Förster oder ein Imker, der auch im Schullandheimbereich dort
dort auftritt und aus seiner Praxis etwas berichtet, hat einen sehr starken Einfluss und eine sehr starke Wirkung auf das Verhalten der Schüler. Es gibt bei uns sehr enge Kooperationen, beispielsweise auch mit den IMKern, die auch mit dem Kultusministerium zusammenarbeiten und die gerade auch in den Schullandheimen sehr stark vertreten sind und dort ihre Arbeit vorstellen. Und das sind Dinge, die, glaube ich, lebenslang bleiben und Eindrücke hervorrufen, die sich noch lange auf das Leben der Kinder auswirken.